Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ja, der Tigger hat sich hier schon gemütlich gemacht. Wie ihr seht, ich habe gerade mit Odin mal shoppen gemacht und da kam er dann, ist ein bisschen kamerageil und liebebedürftig. Ja, und spielen will er. Ball anmachen. So, jetzt ist er erstmal ein bisschen beschäftigt. Wir wollen uns nämlich so, die größere Version angucken. Ich habe ja die kleine Version schon gezeigt. Die steht auch dahinter. Da. Jetzt wollen wir uns aber die größere Version mal angucken. Ich werde auch nur ein Video machen, ein ausgepackt und also ein Unboxing und dann gleichzeitig mal testen, weil für ein LED-Licht brauche ich hier keine zwei Videos machen, drei Minuten, einmal ein 6 Minuten Video und pack da alle drin. Ein USB-Kabel ist mit bei. Anleitung brauchen wir nicht. So, in der Hoffnung, dass man das dann in den Streams vielleicht besser sieht, weil die kleinen PlayStation-Lampen, die sind bei mir ja so weit weg. Das ist 2,5 Meter, vielleicht 3 so, ja, bis hier oben hin, also bis hier. Und da sieht man das im Stream dann halt nicht mehr so gut. Soll ja so ein kleiner Gimmick im Hintergrund sein. So, braucht man nicht. Anleitung braucht man nicht. USB-Kabel ist mit bei. Auf Mini brauchen wir auch nicht. Dann können wir das mal hier runterräumen. So, also da ist schon ein gewaltiger Unterschied. Ach, meine Frau kommt mit Kind gerade runter. Da ist schon ein gewaltiger Unterschied, aber auch ein bisschen wackelig, muss ich sagen. Hinten ist ein bisschen beschädigt, so wie es aussieht. Ja, die soll ja auch nicht runterfallen, da muss ich mal Erik fragen. Nee, Erik hat ja auch nur die Kleine. Also die sind oben locker, aber ich zeige euch das mal. Ich weiß nicht, ob das so sein muss mit der hier, mit der Qualität. Also das ist ab. Oh, das war nicht wundern, war Tochter. So, das sollte, glaube ich, hier dran sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon, aber es ist locker. Es kann sein, dass ich die dann nochmal zurückschicken muss, weil die Qualität doof ist. Weil ich habe auch nicht geguckt, ob es B-Ware ist oder so. Das eigentlich nicht. Also unten ist stabil, aber oben. Also, ja, die stehen ja sowieso nur oben. Gucken wir uns denn an. So, hier sind es im Gegensatz zu dem anderen, ist es hier grau, der Standfuß. Und hier ist ein PlayStation-Logo drauf. Jetzt können wir hier auch Batterien reinmachen. Auch hier können wir wieder Batterien reinmachen. So, und jetzt mache ich mal. Ja, das sind die kleinen. Ja, und ihr seht, auf die Meteranzahl fällt das auch nicht so wirklich auf. Da ist halt, so. Das wird auch hinten festgemacht bei den Kleinen. Super, dann machen wir das einfach mal. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also die ist auch der Knopf an der gleichen Seite und die Neigung. So, und hier haben wir dann praktisch, ich stelle das mal nebenbei hin, damit ihr das sehen könnt. Fangen wir beim Dreieck an, haben wir hier drei LEDs. Hier bei dem neuen sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück drin. Ja, und hier auch 2, 4, 6, 7, 8 Stück. Wo hier auch nur 1, 2, 3, 4 sind. Also wir haben eine Verdopplung von den LEDs her. Und ich denke mal, das sollte man dann im Stream auch auf die Entfernung, weil die sind ja groß genug, sollte man die sehen. Was mich so ein bisschen anfixt, ist, dass das halt so komisch ist hier. Ja, ich kann ja mit Heißklebepistole oder so, kann ich ja hier hinten so einen Bupsel hochmachen. Erstmal muss ich nochmal bei anderen gucken. Mache ich hier hinten mit der Heißklebepistole so einen kleinen Bupsel rauf, so,
dass die Bäden hier zusammen sind, dass es nicht zu wackelig ist, dass sie wieder ein bisschen stabilisiert sind. Ich denke mal, die haben sie hier so zusammen gemacht, damit sie stabilisiert sind. Aber wenn das hier bei mir, seht ihr ja, ist ja abgebrochen. Ja, da muss ich dann erstmal gucken. Da werde ich jetzt gleich mal den Verkäufer kontaktieren. Und dann gucken wir uns die ganze Sache mal an, was er sagt. Warum, weshalb, ob das Not tut. Ob das bei anderen auch so ist. Ob das eine Schwachstelle ist oder was weiß ich. So, und wenn wir dann... So. Und die kommen dann auch wieder hier hoch. So. Nehmen wir den Odin. Ja, momentan ist das alles ein bisschen eng gedrungen, weil ich kann den Schrank noch nicht verschieben, weil ich muss die Couch abbestellen. Wegen Coronavirus liefern die nicht. Und ja. Und, aber ich kann die, muss halt die neue Couch abwarten. Dann kommt der Schrank noch ein paar Zentimeter nach da. Und dann kann ich hier eigentlich die Regale anbauen, die ich auch noch kaufen muss. Und dann kann sich das alles ein bisschen mehr verteilen. Dann ist es auch nicht so eng. Ich habe jetzt erstmal nur ganz viel hier auf den Schrank, in den Schrank reingeklatscht, damit Platz frei ist, weil die Kartons überall rumgestanden haben und es musste leer werden. Aber ich denke mal schon, also dass die im Stream gut auffallen werden. Also wir haben dann hier auch wieder an. Dann haben wir, dass eins leuchtet und dann den Übergang ins nächste. So. Das soll eigentlich mit der Musik sein. Finde ich jetzt keinen Unterschied. Und aus. Ja, also nur mehrere Stufen, genau das gleiche wie die Kleinen. Aber wenn wir die jetzt daneben stellen, dann seht ihr schon einen deutlichen Unterschied. Also ich denke mal, die sollte man besser im Stream sehen können. So. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, wartet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und wir sehen uns im nächsten Stream. Link in der Videobeschreibung bei Twitch. Streame ich jetzt immer momentan. Ich muss das Overlay für OBS noch für YouTube fertig machen. Aber die Zeit ist halt immer ein bisschen knapp und da komme ich halt nicht immer zu allem. Ja, dann würde ich sagen, dann wartet. Ihr habt euch wohl, bleibt gesund. Wir sehen uns bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.